Hallo liebe Gartenfreunde, hier ist Toni vom Garten mit Rendite. Heute möchte ich euch mal die Traubenhyazinthe vorstellen, die ist hier ganz groß am Blühen. Also los geht's! Die Traubenhyazinthe ist ein pflegeleichter Zwiebelblüher. Die Blütenstängel, die werden ungefähr 20 cm hoch. Blütezeit ist der ganze April. Ja, je nach Temperatur, zwischen 2 und 4 Wochen kann man sagen, dauert die Blüte an. Sie wächst auf so ziemlich jeden Boden. Der Standort sollte sonnig sein, im Halbschatten hier bei uns wächst es auch ganz gut. Schattig soll es natürlich nicht sein. Der Boden sollte nicht ganz so feucht sein, also ein schlammiger, feuchter Matschboden ist ungeeignet. Da können die Zwiebeln dann Schaden nehmen und faulen. Später bilden sich noch Samenkapseln an der Pflanze, von unten nach oben hin abreifend. Die könnte man zur Vermehrung nehmen, allerdings ist das ein sehr langwieriges Spiel. Besser ist es, man nimmt die ganzen Brutzwiebeln. Hier habe ich mal eine Pflanze für euch ausgegraben. Da seht ihr mal, wie viele Zwiebeln da dran sind. Das sind ja richtig viele Brutzwiebeln. Also das wäre mal klasse, wenn die Tulpe so viele Brutzwiebeln produzieren würde, wie die Traubenhyazinthe hier. Da seht ihr mal ganz viele kleine Zwiebelchen. Die könnt ihr euch dann natürlich ausgraben und könnt sie dann im Garten verteilen und so die Pflanze ruckzuck ausbreiten. Wenn ihr neu gekaufte Zwiebeln stecken wollt, dann macht ihr das am besten im Herbst in einer Tiefe von 6-7 cm. Die Pflanze, wenn man die nicht groß stört, da breitet die sich auch richtig selbstständig im ganzen Beet aus. Also die kann fast schon lästig sein. Hier seht ihr mal, die ist völlig rausgewachsen, bis in die Steine. Höchstwahrscheinlich ist das hier durch Samen so gewachsen. Die Brutzwiebeln, die können ja da schlecht hingekommen sein. Ich denke mal, das ist durch Samen so, dass die da rausgewachsen ist. Und die bildet dann selbstständig einen richtigen Rasen. Also die eignet sich auch richtig gut zum Verwildern. Man könnte die Traubenhyazinthe auch in einen Topf pflanzen, in einen Balkonkasten zum Beispiel. Allerdings, da die Blütezeit sich nur über den April erstreckt, da muss man die natürlich dann mit anderen Pflanzen auch kombinieren. Durch die zeitige Blüte ist es natürlich ein super Bienenmagnet oder Hummelmagnet, kann man sagen. Die Blüte, die bietet immer wieder neue Nahrung. Hier könnt ihr das mal sehen. Die Blüten öffnen sich langsam von unten nach oben hin. Immer wieder, jeden Tag gehen da neue kleine Blüten auf. Bis zur Spitze hoch öffnen sich immer wieder neue Blüten und da kann die Biene oder die Hummel immer wieder neuen Nektar finden. Und selbst wenn die Pflanze schon am Abblühen ist und unten schon die ersten Samenstände bildet, selbst dann hat man oben noch kleine Blüten und auch kleine Ansätze für neue Blüten sind immer noch erkennbar. Das ist auch der Grund, wieso hier die Bienen und Hummeln mehrfach kommen. Man hat nicht einfach bloß eine Blüte, die einmal Nektar oder Pollen bereitstellt. Hier haben wir permanentes Nahrungsangebot, weil immer wieder neue kleine Blüten aufgehen. Und die Hummeln und Bienen, die können permanent hier langkommen und es gibt immer wieder was zu futtern. Also Leute, wenn ihr den Bienen und Hummeln was Gutes tun wollt, dann pflanzt ihr die Traubenhyazinthe. Das ist eine gute Ergänzung zum Krokus und zur Tulpe. Die passt da so mitten rein als Frühlingszwiebelblüher. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal ein Abo da. Dazu drückt ihr auf diese Blume, das seid immer mit dabei, wenn ich ein neues Video präsentiere und werdet immer informiert und könnt nichts verpassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt gesund, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.